Herzlich willkommen zu Rennen Nummer 8 in der TMFL. Wir fahren heute auf Karakoram. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, bin mir nicht ganz sicher. Aber lasst uns doch zuerst mal in die Standings schauen. Nach dem, ja, doch fast mentalen Breakdown im letzten Regenrennen sind wir immer noch auf Platz 10 mit 6623 Punkten. Und ja, doch, wir können es noch mit einem guten Ergebnis bestimmt in die Top 5 schaffen. Dazu muss natürlich einiges passieren. Aber ich glaube, wenn es nicht mehr regnet, könnte das durchaus der Fall sein. Heute gab es ein wunderbares Rennen, das beste Rennen, das ich jemals gefahren bin. Also es lohnt sich wirklich, dabei zu bleiben und das Rennen von vorne bis hinten anzuschauen. Das war eine wunderbare Situation dabei, wunderbares Race. Strategie war heute on point, hat alles gepasst. Und naja, das Ergebnis ist dann nicht so gut gewesen. Also das Ergebnis an sich schon, aber was dann die TMFL nach dem Rennen veröffentlicht hat, das seht ihr am Ende vom Video. Heute sogar mit Tunnel. Wir haben 20 Minuten wieder Zeit, um im freien Training alles kennenzulernen. Wir fahren mal links rum. Ja, das hat gut funktioniert. Rechts rum wäre der Ausgang gewesen. Haben wir schon mal ein paar Sekunden hier verbraucht. So. Angeblich soll es heute eine schöne Strecke sein. Ich bin höchst in Versuchung, heute zu sagen, bitte lass es einfach nicht regnen. Bitte tu uns den Gefallen, lass es einfach nicht regnen und lass uns hier ordentlich fahren können. Da gibt es aber ein paar verschiedene Linien, die man hier fahren kann. Oh wow. Sehr verwirrend zu Beginn. Oh, das ist eine Schikane, da kann man gut hängen bleiben. Und ich glaube, hier kann man auch ordentlich wieder Reifen abwetzen. Also Reifen werden hier mit Sicherheit ein Thema werden heute. Lernen wir erstmal die Strecke ein bisschen kennen, bevor wir uns hier auf Reifen und Benzin und alles einlassen. Ne? So, die erste Runde ist gefahren. Links geht's in Pit. Sehr lange gerade. Das heißt, wenn hier nicht gut dabei bist, dann wow! Das wird eine krasse erste Kurve. Nochmal mit Gas rein und probieren wir nochmal. Okay. Vielleicht ist es wirklich nur anbremsen und nicht sliden. Ich glaube, ich mache es wirklich. Da ist nur anbremsen und nicht slide. Wunderbar. Mehr Legs als sonst. Ich habe eine sehr, sehr gute Runde gemacht. Das dürfte nochmal, dürfte eine 1-3 werden. Chat, oder? 1-3-7. Nice. Holy Guacamole. Und da ging nochmal 4/10. Da gehen auf jeden Fall nochmal 4/10. Eine Kurve ist jedenfalls die Flut, aber absolut gar nicht. Muss man auch sagen. Aber wir sind ja nicht auf einem Deckwasser. Oh, da gab es einen kleinen Rutscher, kleinen Leck. So. Kriegen wir nochmal eine Runde hin? Wird schwierig.
Ah, wahrscheinlich nicht. So. Aber eine 137 ist schon nicht schlecht. Ist dir aufgefallen, die Autos fahren extrem langsam rückwärts. Echt? Normalerweise kann man viel schneller rückwärts fahren. Okay, wusste ich gar nicht. Moin Banana King, herzlich willkommen hier bei der TMFL. Jetzt geht's aber richtig los, Freunde. Heute seid ihr aber mit dabei, wa? Oha, 1 Minute 2,5 ist Flow gefahren. Das ist heftig. Irgendwie ist mein Timer auf 0, aber die Practice ist trotzdem nicht vorbei. Ah, shit. Hab's nochmal versaubeutelt hier. Ah. Wolfgang geht los. Und drückt mir die Daumen, Freunde. Auch dir viel Glück, Heidi. Ne? Dankeschön. Ist klar. Ich kenne mich gar nicht aus. Ah. Okay, da darfst du echt nicht zu früh Gas geben. Das war nochmal ein Test hier. Und da kann ich, glaube ich, ein bisschen enger driften. So, jetzt gilt es auf jeden Fall, viel Speed mitzunehmen auf die Start- und Zielgerade. So, jetzt viel Speed mitnehmen. Ja, hat er gut funktioniert? Scheiße, ey. Das macht unsere Runde schon mal mega viel langsamer. Oh, gucken wir mal. So, los geht's. Ich glaube nicht, dass das eine gute Zeit wird hier. So, probieren wir mal hier gut durchzukommen. Nein, angebongt. Ach, Mann. Immer in der Quali. Ich kriege nie eine kleine Quali-Runde hin, Freunde. Doppelt bremsen müssen. Ja, da war keine gute Quali-Runde. 1-4-3, Hex 1-4-2. Was haben wir? 1-6-1. Eieiei. Eieiei. So, und los geht's. Lights out and away we go, Freunde. Sodala. Da bonken nämlich schon ein paar weg. Ich möchte heute mit so wenig Fehlern wie möglich fahren. Und ich glaube, das wird uns am Ende richtig weit nach vorne katapultieren, wenn wir keine Fehler machen würden. Oder wenig Fehler. Also ich bonk heute gar nicht. So, wir haben uns mal auf Platz 6 vorgefahren. Na, und schon gebunkt. Auf Platz 5 fliegen. Das hat ja gut funktioniert heute. Also diese eine Kurve nach bergauf links, die geht sich irgendwie gar nicht aus. Ja, das ist ein bisschen Spring angesagt. So, holen wir uns mal den 6. Platz wieder zurück. Erste Runde, so schaut's aus.
gefährliche Kurve. Aber es ist alles noch eng beisammen. Bin ein bisschen nervös am Controller, muss ich euch sagen. Okay, also, wenn ich so meine gemütliche Pace fahre, dann werden mich Leute überholen, sehe ich gerade. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. So, ich muss mal auch gemütlich reinfahren. 1, 4, 6. Oh, die Kurve nehmen wir stark. Machen wir ordentlich Platz auf Flotem. Und da haben wir mal kurz zwei Leute gesnackt. Mein Herz rast wie Sau. Bin Dritter. Warum sind die Leute so schnell? Das gibt's ja Freunde, gerade mal eben auf Platz 3 vorgefahren. Let's go. 1 Minute 3,5. Bin ich versehentlich in Division 1? Was ist das für der Pace? Aber wie du 1 Minute 3 im Rennen fährst, das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Das war eine sehr gute Runde gerade. Ach, gebonkt, schade. Aber das könnte ein sehr, sehr spannendes Rennen heute werden. Also die vor mir sind auf jeden Fall deutlich schneller. Jetzt zieht auch einer an mir vorbei. CM Math, der ist auch immer schneller als ich eigentlich. Nur ich möchte weniger Fehler machen. So, ich habe für meine Verhältnisse eine gute Runde gefahren und trotzdem Positionen verloren. Das ist besorgniserregend. Das war sogar eine PB-Runde. Naja. Oh, das war sehr gut gefahren, die Kurve. Also ich drückte da auf jeden Fall die Daumen, Heidi, ne? Aber hört sich nicht gut an bei dir. Die hole ich mir schon wieder. Noch habe ich meinen Vorsatz erfüllt, gebombt bin ich noch nicht. Also der zweite hatte gerade einen Riesenfehler gemacht. Und das ist, wenn du einen Fehler machst bei den Schikanen, dann glaube ich, dass es richtig heftig nach hinten geht. Na, da hat er mich wieder. Also BD, CMF und Fliano sind deutlich schneller als ich auf jeden Fall. Vielleicht machen wir denn weniger Fehler. Upsa. Haben wir beinahe einen Fehler gemacht. Ich glaube, die erste Kurve fährt keiner so langsam wie ich. Nein! Ich habe einen Fehler in der Schikane gemacht und das war ausschlaggebend jetzt. Scheiße. Jetzt bist du langsamer. Mega viele Plätze verloren. Von 4 auf 7. Ach ja. Auf 8. Ah, das holen wir uns wieder zurück. Das ist okay. Die machen auch Fehler. Da fährt jeder mal gegen.
Ist in Ordnung, fährt jeder mal gegen. Ganz gechillt. Holen wir uns wieder. Platz 4 ist möglich, Freunde. Ganz entspannt, fahren wir da rein. Na, angedotzt, schade. Ach, shit. Ah, auf der langen Gerade angedotzt. Na, okay. Neunter jetzt. Ja, da hat es uns ganz schön nach hinten getrieben, nachdem wir so einen guten Start hatten eigentlich. So, Runde 8. Oh, wir können sogar noch länger draußen bleiben. Gucken wir mal, wie lange wir es packen. 43 Runden. So, da sind wir wieder auf Position 8. So, haben wir uns mal wieder Position 6 zurückgeholt. Die Leute bei mir beginnen jetzt Fehler zu machen. Also wenn ich 11 Runden fahren kann, dann könnten wir weniger Stops machen. You're running out of fuel. Sollten drin sein normal, oder? Ja, 11 Runden sollten drin sein. Aber knapp. Das muss man schon sagen. Muss man schon in die Box rollen. Nee, das geht. Sollen wir es riskieren, Chat? Yes, go, 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 sagt Tolunda. Wir riskieren. Ich glaube, ich mach's auch. Ja, das reicht locker. Das reicht locker. Jetzt haben wir einen Bus auf jeden Fall für eine Runde. Mich hat der Map-Auto überholt, das ist okay. So, ich kämpfe gerade mit Flow TM Kopf an Kopf.
Gott. We're waiting you. Ist auf jeden Fall knapp. Kein Penalty kassieren, ganz wichtig. Bisschen was in der Box aufholen. So, und voll auftanken. Guter erster Sinn, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Jetzt muss man aber wirklich darauf achten, dass man voll Gas gibt, also voll tankt, ne? Dass man nicht zu früh losfährt. Jo. Bisschen besser rausgekommen als FlowTM. Das dürfte der vierte Platz jetzt sein. Fünfter Platz. Also da muss es welche geben, die noch nicht in die Box gefahren sind. Wie machen die das mit dem Fuel? Ich habe keine Ahnung. Aber das gibt's nicht, dass ich drei Plätze verloren habe. Außer ich war so langsam jetzt in der letzten Runde. Ich meine, durchaus möglich. So, FlowTM mit einem Fehler. Und 5 Sekunden auf Platz 4. Könnte ein gutes Rennen werden heute. Wenig Fehler, Freunde. Wenig Fehler. Wenig Fehler. Geile Performance, sicher und souverän weiter. Let's go, Freunde. Hype in Chat. Ja, FlowTM ist an sich, glaube ich, schneller als ich. Aber der macht mehr Fehler, guck mal. Ja, ich glaube, ich habe die Positionen wirklich verloren, weil ich einfach langsam war in der okay. In-Lab-Runde quasi. Aber bisher noch nicht gebombt. Oh, nice. Echt? Noch gar nicht? Noch gar nicht, ja. Wow. Das ist auch mal hervorzuheben. Also ganz klar. So 2,8 Sekunden auf dem vierten. Wir rollen drauf zu, Freunde. Aber let's go. Es ist an meiner Pace ersichtlich, dass ich nicht sonderlich viel riske. Oh, ich glaube, den vor mir hat es ordentlich weggescheppert, wenn der das war. Okay, das war der erste Bonk. Ja. Das Speaking of that. Right, aber wir haben immerhin einen Stint ohne Bonk, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, das ist doch schon mal Weltklasse. Also den Viertplatzierten hat es gerade dermaßen weggejodelt. Also der muss erstmal wieder ins Medical Center, glaube ich. Der ist so gegen diese Pillar gefahren, Alter. Genau. Oh, dieser Maulwurfshügel da. In der Schikane. Die Maulwurfshügel in der Schikane. Wenn wir eigentlich mal die MFL-Dirt-Version machen, das finde ich doch cool. Oh, bitte nicht. Oder Eis. So, BD Chom hinter mir. Der wird auf jeden Fall noch ein Problem werden. Ach, das ja, ist... Also, wenn du dich gegen den wehren kannst, dann Respekt. Ja, mit dem fahre ich gerade Kopf an Kopf. Also, der ist an sich ist sehr schneller als ich. Sieht man auch hier. Aber der macht halt mehr Fehler als ich. Das ist aber gerade schlechte Runde. Den Ort dazu überholen. Ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich darf nicht so viel reden. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr die Schnauze halten. Ja, Schnauze halten ist dann gesagt, glaube ich. So,
So, ich werde mich mal ein bisschen konzentrieren, Freunde. Die letzte Kurve war krank genommen, auf jeden Fall. So, aber das dürfte ja die schnellste Runde fahren gewesen sein bisher. Oh, nicht ganz, schade. Ging dann auch auf was ist Personal Lab Quiz? So, Dead Ghost hat was geschrieben. Lese ich gleich während dem Boxenstopp auf jeden Fall. Oder hier auf der Gerade. Lese ich auf der in der Box. Ist zu schnell hier. Das war knapp. Die letzte, die vorletzte Kurve, ne? Jetzt sind wir ein bisschen im Flow hier. ...5,6 Sekunden nach vorne, 9,1 nach hinten. Wir sind eigentlich auf der richtigen Position. 5 ist genau richtig. Oh, da war wieder ein Leck. Das erinnert mich an Minga-Kreisel, ey. Als wir da als an vierter Position die größten Lecks meines Lebens gehabt haben. Dass du dir den Namen merkst, finde ich faszinierend. Das war ein einprägendes Erlebnis in meiner TMFL-Karriere. Achso. Ich weiß nicht einmal den Namen von der Strecke, wo wir jetzt waren. Irgendwas mit K. Irgendwie so Känguru oder irgendwas, so Kankrogramm oder irgendwas. So, Konzentration. Warum? Die Leute machen Fehler, wie es seems. Also ich komme hier cleaner durch, als ich erwartet hatte.
jetzt gleich aber wieder in den LKW-Modus. So, BD Chom ist in der Box. Das heißt, er wird mehr stoppen als ich. Und ich bin mit meinen Reifen nicht so sparsam umgegangen wie den Stint davor, denn wir müssen mehr Bus fahren. Mehr LKW. In der ersten Kurve ein Lag ist nicht so angenehm. Nee. Boah, wieder ein Lag. Und einer hat Penalty bekommen. Wir schaffen noch mal eine Runde, oder? Ja, easy. So, okay. Was ist dein Average? Ich habe 1 Minute 5,4. Ein Average 1,63. Oha! Ja, aber dafür 2 Punkte bisher. Ja. Wenn ich nicht einen vergessen habe, was durchaus sein kann, aber. Alter, mit dem. Nicht. So, jetzt in die Box oder später? Ich mache Ende Runde 22. Ja, ich gehe jetzt. Ich glaube nicht, dass ich volle Rundenanzahl fahren muss. Ich mache den letzten Stint dann einfach weniger. Ah ja, ich baue darauf, dass ich es ausgeht, diesen Runden den letzten weniger zu fahren. Also beide, shit, beide weniger. Gebonkt. Über 4,4 Liter. Wow, 2,1 Liter. So, in NFS Most Wanted 2012 halte ich Rennen für Lamborghini jede Zeit unter 2 Minuten. Piss, darf's ruhig Max zu mir sagen. Alles klar, Max. Ja, das, ich bin gerade noch voll im Rennmodus. Tut mir leid, ich kann da nichts drauf sagen jetzt gerade. Wie ist das Rennen heute gelaufen, Herr Verstappen? Reden wir gleich drüber. So, zweiter Stint. Fertig. So, wie jetzt wieder in Flow reinkommen hier. So, ich bin neugierig, ob das die richtige Entscheidung war, als früher zu stehen zu bleiben. Boah, das war knapp. Gerade nochmal abgefangen noch. So, alle haben gestoppt, wieder auf Platz 5. Oh, das war scheiße gefahren. Boah, Riesenleck. Und direkt mal gebongt. Das hat uns enorm viel Zeit gekostet. Das müssen wir jetzt erstmal wieder rausfahren.
So, ab in den Flow wieder. Uah. Kurven innen am Rand gebunkt. So, ich traue mich da nicht Vollgas durchzugehen, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Wow, das war auch wieder knapp. Geil. Da war ich selbst von mir überrascht gerade. Also vor mir fahren wieder welche, aber die gehören eher zu den Überrundeten. Schlecht gefahren. Also das war die richtige Entscheidung. Nein, gebunkt. Richtige Entscheidung? Ja, für mich war es die richtige Entscheidung, weil ich bin schon 2 Runden hinter dem ersten. Das heißt, ich erspare mir schon mal mindestens 2. Okay. So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren und mal ordentlich reinfahren hier. Komm. Boah, wieder ein Leck, ey. Und dran gebunkt. Jetzt, also, gerade machen wir unnötig Fehler, Freunde. Unnötig Fehler. Wieder reinkommen. Komm, den 3 ist noch nicht so geil. Komm schon. Komm auf. Ah, die letzten 2 Kurven fahre ich noch nicht gut. Ah, die fahre ich noch nicht schön. Die gehen besser. Krass. Der ist wohl stehen geblieben, irgendwo im Glasstreifen zu pinkeln. Da muss wohl einer aufs Klo, wa?
Ich glaube, ich fahre das sehr im Formel-1-Style. Also sehr clean, ohne viel Schnickschnack, ohne viel Drift. Und ich glaube, es geht deutlich schneller. Aber für mich ist es gerade sehr gut. Ich spare sehr viel Reifen. Und auch Sprit. Aber ich mein ganzes Skill zum Safen gebraucht. Also bist du gar nicht gerutscht, oder wie? Naja, es war langsam, aber es war kein Bock. Na, den Humor hast du jetzt nicht verstanden. Nee, den habe ich nicht verstanden. Okay, prepare. Oh mein Gott. Wow. Wahnsinns-Leck in der Kurve, Alter. Holy Guacamole. Ich habe mich gerade gefühlt wie bei Tokyo Drift, ey. Jetzt verliere ich die schnellste Rennrunde an den Reifen. Tja. Nein, gebunkt. So, die Frage ist, überrundet uns Flowtem oder überrundet er uns nicht? Chat, das ist die Frage. Ansonsten müssen wir nochmal komplett voll machen, oder? You're running out of fuel. Liter bräuchten wir für ein volles Race. So, die Frage ist jetzt... Gehen wir rein? Ne, wir fahren nochmal durch. Und dann machen wir 90 Liter rein, oder? So, ich habe gerade meinen letzten Stop erledigt. Müssen wir saven, ey. Die Sau. Okay, das war ein schlechter Bogen aufgrund eines Lags. Tja,
So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, nicht zu viel. So, 90 Liter müssen rein. So, grüß dich, hey Deadgoes. Das Rennen wird wohl nicht zählen. Windsor, erstmal herzlich willkommen. Wieso wird das Rennen nicht zählen? Die Leute, ich schaue später nochmal rein, gehe jetzt eine Runde spazieren. Deadgoes, have fun. Anscheinend gibt es einen Bug im HUD. Okay. Manche verlieren keinen Sprit. Ja, das wäre super schade, weil wir fahren hier eine geile Performance. So, jetzt nochmal die letzten Runden alles geben. Wir fahren trotzdem hier clean zu Ende. Wie wenn das Rennen gezählt wird, man weiß ja nie, ne? Nein, 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 nein! Oh, das war ein Riesenfehler. Shit! So, jetzt Nerven behalten. Nerven behalten, clean zu Ende fahren. So, 11 Sekunden auf dem Platz 5. Den wollen wir uns holen. Okay. Noch ein Riesenfehler. Schade. Müssen wir hoffen, dass er vorne einen Fehler macht. So, 10 Sekunden nur noch. Fährt sich mein Auto, als er testet keine Reifen. Ja, das verstehe ich nicht. Puh, knapp. Und er geht ins Pit. Er ist im Pit. Oh mein Gott, unsere Strategie hat sich bezahlt gemacht. Let's go. Alter Fall, da bin ich ja angeschossen gekommen, ey. Das wäre eine fette Runde gewesen ohne Lag. Es war auch so eine 1-2-9. Na, oh, shit.
Puls ist mega oben. Oh, mega leck. Krass. Puh. Puls ist mega, mega weit oben. Hui. Das war schlecht. Das war mega knapp gerade. So. Mit dem TMFL Platz 5, top. Ja, im Moment schon. Müssen wir mal gucken, noch 5 Runden. Aber nochmal persönliche Bestzeit gefahren gerade. 1, 2, 6, 6, 6. Jetzt habe ich wieder geredet, ne? Und schon sind wir wieder schlechter gefahren. Langsam lerne ich die Strecke. Mach den Hamilton kaputt. Nee, ich mach keinen Hamilton jetzt. Also nach hinten geht nichts, nach vorne geht nichts. Hinten 24 Sekunden, vorne 17 Sekunden. Eigentlich sollte das gut zu Ende sein. Also, wenn ich das jetzt clean zu Ende fahre, sollte Platz 5 safe sein. Aber man weiß ja nie. Vielleicht passiert vorne noch was. Oder mir passiert nochmal ein Flüchtigkeitsfehler. Nochmal konzentriert bleiben jetzt. Ja, zum Beispiel so ein Fehler. Der kostet natürlich mega Zeit jetzt. Die Jungs haben Boxengasse heute wörtlich genommen. Wie meinst du? Welche Jungs? Oh, Flo hat mich überholt gerade, überrundet. Dadurch muss ich eine Runde weniger fahren. Also für dich ist es vorbei schon? Jo. Wie viel da bist du geworden? Erste Top 10 Platzierung. No way! Congrats dazu. So, wir haben FloTM wieder zurückgerundet. Ich würde gern mal ein Rennen beenden, ohne überrundet worden zu sein. Herzlichen Glückwunsch, Heidi. Vom ganzen Chat. Danke schön. Ja, den Springster DNC. Er ist, glaube ich, jeden Hintergrund offen. Ich habe nur Platz. Ja, danke schön.
Komm, Flo, überhol mich. Flo, wo soll mich eigentlich... Oh, nochmal Riesenleck. Soll mich eigentlich nochmal überholen, dann muss ich die Runde nicht nochmal fahren. Aber wir fahren jetzt in die letzte Runde, Freunde. Flojam hinter uns ist ins Ziel. Das heißt, wir sind safe. Und wir haben den 5. Platz. Top 5, Freunde. Absolut geil. Geiles Ergebnis. Hätte ich mich nie zu träumen gewagt, dass wir auf so einer Strecke so ein Ergebnis fahren. Also nochmal beste Lap, 1 Minute 2, 666. Konstant gefahren. Taktik war on point. Fuel on point. Wir fahren mit fast 0 Litern über die Ziellinie. Ja, 2,8 Liter sind es am Ende. Jetzt, let's go, Freunde. Holy Guacamole. Let's go! Ah, freue ich mich. 65 Punkte. Nice. Eieiei, ey, das war mal, das doch war doch mal ein Rennwochenende für Bonk and Honk, oder? Ja, zwei Top 10, easy, ja. Ja, nice. Zweimal Top 10 für Bonk and Honk. Eine Top 5, eine Top 10. Also, Freunde. Und super Unterstützung hier im Chat. Ey, vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. So. Windsor hatte geschrieben, Rennen wird wohl nicht gezählt. Was wird diskutiert? Haben wir da Informationen? Ja, also es ist so, dass Leute, die das hart ausgemacht haben, quasi sehr wenig bis kein Benzinverbrauch hatten. Was? Das heißt, einige Leute haben die Einstopp-Strategie heute genutzt. Alter. Und Einstopp ist ein Blödsinn. Zweistopp. Vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Ah, ja, okay. Ja, ist halt schade, aber ich hoffe, die lassen das zählen. Das war ein super gutes Rennen heute. Und ich denke, die, die diesen Bug nutzen, sollten dann disqualifiziert werden. So einfach ist es. Ja. In Division. Du kannst nichts dafür, du kannst den Bug nutzen, ohne dass es dir auffällt. Ja, aber dann, also wäre schon, also ich merke ja, ob ich wenig Sprit verbrauche oder viel, ne? Also das merke ich ja schon. Ja, aber du musst die Connection während dem Rennen mal machen, dass es daran liegt, dass du das hart ausmachst. Ja, die Connection nicht, aber naja. In Division 1 callen manche Fahrer gerade, sie fahren nicht mehr, wenn das Rennen zählt. Andere meinen, sie sind raus, wenn es nicht zählt. Chaos pur. Ja, perfekt, Kappa. Das ist ein absolutes GG. Ja, also holt euer Popcorn, ne? Ja, echt so. Wir werden noch eine Weile diskutieren. Ja, das glaube ich auch. Viele fahren auch einfach so mit hart aus. Ich zum Beispiel, wenn der Fokus da sein muss, wüsste dann nicht, dass das hart dafür verantwortlich ist. Das kann ich verstehen, dass man sagt, okay, hey, wir haben keinen Fehler gemacht, alles drum und dran. Es ist halt, es läuft halt vieles nicht richtig dann in dem Moment bei der TMFL. Ja? Sowas darf nicht vorkommen. Um ein Rennen sauber fahren zu lassen, darf sowas nicht vorkommen. Ja. Aber es ist halt... Ja, Holunder sagt es. Schwieriges Thema. Jetzt also doch schlechte Nachrichten für Heidi und mich. Wir gehen mal kurz auf die Twitter-Seite von der Trackmania Formula League. Und ganz fett steht's hier, Race cancelled. Ich lese euch das mal eben vor. Today's Race... Race 8 Karakoram is unfortunately cancelled and will not count for the championship. No points will be awarded, quali, race and fastest lap. Followed an issue with the game mode. Fuel and tires were not being used at the normal rate with HUD off. Weiter heißt es dann noch,
from the TMFL staff. We are very sorry for this and hope to see you for the two remaining races. This bug will be fixed next Sunday. We were aware of the issue early during the race, but decided to let the race go to the end. We hope you still enjoyed racing. Das bedeutet, wir werden unsere Punkte, die wir uns so hart erfahren haben, leider verlieren. Es ist sehr, sehr schade, weil es war das beste Rennen, das ich in der TMFL gefahren bin. Und auch Heidi hat ein wunderbares Rennen gefahren. Ja. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das Rennen nicht vorenthalten und hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like und auch einen Kommentar da lasst. Gerne für den YouTube-Algorithmus, das ist sehr wichtig bei so einem langen Video. Ansonsten gerne abonnieren, wenn ihr auch keine weiteren Rennen verpassen wollt. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Ciao. Mit fast 0 Litern über die Ziellinie. Ja, 2,8 Liter sind es am Ende. Jetzt, let's go, Freunde. Holy guacamole. Let's go.